seid zu diesem kleinen Ratgeber-Vlog ganz herzlich gegrüßt, indem ich euch mal den eigentlich einzigen Tipp verraten möchte, wie man erfolgreich, ganz wichtiges Wort in dem Satz, mit Erwachsenen spricht. Das ist, wenn man so als Erwachsener denkt, gar nicht schwer, unheimlich logisch, aber so als Kind, beziehungsweise natürlich als Teenager, umso schwieriger, weil es ist ja, du bist Kind oder erwachsen und dieses Stück zwischendrin, das Teenager-Sein, das ist diese komplizierte Phase, in der man mal Kind und mal irgendwie doch erwachsen ist. Also sich fühlt, natürlich nicht tatsächlich ist. Und manchmal geht das so von einer Sekunde auf die andere, von der einen Phase in die andere über. Und das macht es für einen selbst nicht ganz einfach, erstmal damit klarzukommen. Warum springe ich in der einen Sekunde noch jubelnd auf dem Trampolin rum und in der nächsten Sekunde fühle ich mich reif genug, um am Samstagabend alleine in der Stadt einen Film ab 18 anzugucken im Kino, während meine Eltern sagen, nee. Es macht es aber auch für Erwachsene nicht ganz einfach, besonders natürlich für die Eltern, also für die Erwachsenen, mit denen man sich so umgibt oder umgeben muss, Eltern und Lehrer zum Beispiel, einen als reifen Menschen, der noch nicht erwachsen ist, aber dem man schon auch ein paar mehr Dinge erlauben kann, zu sehen. Und genau diese Feinheit ist es, die es für euch natürlich schwierig macht, manchmal Dinge zu kriegen, von denen ihr denkt, natürlich sagen die ja, das ist doch überhaupt kein Thema. Und eure Eltern sagen, auf gar keinen Fall. Die Kunst ist, dass man sich versucht, in den Erwachsenen reinzudenken. Also wir bleiben einfach mal bei dem, was ich schon gesagt habe. Stellen wir uns vor, ihr sagt, ihr wollt am Wochenende mit euren Freunden gemeinsam ins Kino gehen und euch einen Film ab 18 angucken. Aber der Film läuft erst spät im Kino. Und der läuft auch mittags mal, aber ihr wollt in die Spätvorstellung gehen. Und für euch ist jetzt vielleicht irgendwie so, ja, ich bin, sagen wir mal, 15. Warum nicht? Ich habe schon oft Filme ab 18 gesehen und ich denke nicht, dass das ein Problem ist. Vielleicht sagt ihr auch, ich weiß nicht, ob meine Eltern mir das erlauben. Aber ihr solltet nie, nur weil ihr denkt, dass es wahrscheinlich eh Nein heißt, nicht fragen. Fragen kostet nichts. Und im schlimmsten Fall sagen sie, nee, und das war's. Und das ist dann auch das letzte Wort. Aber es nicht versuchen ist keine gute Idee. Es sei denn, es ist eine wirklich absolute Schnapsidee, wo ihr selbst auch sagt, das will ich eigentlich gar nicht machen. Dann braucht er nicht fragen, sondern dann steht man einfach dazu und sagt, ich weiß, also ich meine, ich habe dich echt gerne und wir sind echt gute Kumpels, aber nee, lass mal. Ja, das ist nicht schlimm. Aber wenn ihr sagt, nee doch, ich frag mal und eigentlich möchte ich das gerne, dann seid reif. Erwachsene, vor allem Eltern, wollen sehen, dass ihr so reif seid, dass ihr zum Beispiel feste Aufgaben im Haushalt übernimmt, ohne zu meckern. Sehr entscheidend. Da wird nicht rumgezickt, wenn es heißt, ja, räum dein Zimmer auf, auch wenn man es nicht gerne macht. Oder hilf mir mal im Haushalt, staubsaug mal bitte das Wohnzimmer. Sondern da ist man so weit, dass man sagt, okay, meine Eltern kümmern sich um mich, die kochen für mich, ich muss keine Miete bezahlen, ich muss sonst nichts machen. Ich bin 15 Jahre alt, ich finde schon, dass es deren Recht auch einfach ist, zu sagen, hey, du musst jetzt einfach auch mal ein bisschen mithelfen. Weil, also bisschen was zurückgeben als Kind, außer einfach nur da zu sein und Dreck zu machen, das kann man. Auch wenn es keinen Spaß macht. Haushalt führen müsst ihr alle früher oder später selber mal und wenn er mit 20 sagt, Mama kommt noch zu mir in meine eigene Wohnung, die ich jetzt endlich habe und putzt, kommt das nicht so gut an und das wollt ihr auch gar nicht, weil, also mal ganz abgesehen davon, dass die Mutter wahrscheinlich sagt, ich glaube, du spinnst. Also einfach so weit reif zu sein, zu sagen, wenn ich Sachen machen will, die eigentlich erst Erwachsene dürfen oder Leute, die älter sind als ich, dann muss ich auch so reif sein, dass ich Dinge tue, die man in diesem Alter dann üblicherweise tut, wie eben zum Beispiel im Haushalt helfen. Ja? Aber bleib mal dabei, ihr wollt am Wochenende ins Kino gehen und dann sitzt ihr da am Abendessen und sagt, Mama, Papa oder wer auch immer bei euch diesen Job übernimmt, wie ist es? Ich würde gerne am Wochenende ins Kino mit der und der oder dem und dem. Ist eine Abendvorstellung, wir würden erst um 11 nach Hause kommen, darf ich? Und dann kommt die Antwort, nö, einfach so. Keine Begründung, einfach, nee, du darfst jetzt nicht. Dann denkt ihr euch jetzt wahrscheinlich, oder reagiert vielleicht auch in den meisten Fällen, oh, warum, Mann, ey, oh, ist ja voll doof, oder
Vielleicht dauert es auch noch ein bisschen länger, bis dieser Ausbruch kommt, aber auf jeden Fall reagiert ihr so ein bisschen trotzig. Es ist verständlich. Ihr seid in der Pubertät, da darf man das. Aber es hilft halt nicht. Versetzt euch mal, stellt euch vor, ihr habt bestimmt, naja, nicht unbedingt, aber der eine oder andere hat kleine Geschwister. Und da kommt jetzt einer von denen bei euch rein und sagt, hey, kann ich mal deinen Computer nehmen und ihn unter die Dusche halten? Und dann sagt ihr doch auch, nee. Und wenn dann halt einfach kommt, oh, warum denn? Denkt ihr euch so mal, hat der sie nur alle? Ungefähr so wirken manche Fragen von Teenagern auf Eltern. Die sind so absurd, für euch aber überhaupt nicht. Ja, euer kleiner Bruder oder eure kleine Schwester denkt sich, ich will wissen, was passiert. Und es ist ja durchaus eine berechtigte Idee, einfach mal zu gucken, was passiert. Aber ihr denkt euch ja, ich weiß ja, was passiert. Und nein, darfst du nicht. Und so geht es euren Eltern manchmal auch. Die denken sich, du bist 15, du willst in den Film ab 18, am Samstagabend um 11, wo es einfach auch Gesetze gibt, die sagen, Kinder in dem Alter dürfen noch nicht so lange draußen sein ohne erwachsene Begleitperson, was ihr vielleicht nicht wisst. Nee, darfst du nicht. Für euch ein bisschen fraglich, warum? Für eure Eltern total logisch. Darum keine Begründung. Jetzt kommt der Punkt, an dem ihr die Reife beweist. Jetzt sagt ihr, okay, überlegt kurz, fällt euch jetzt ein Grund ein, warum eure Eltern euch das jetzt verbieten? Vielleicht steht am Samstagabend ja schon was an. Ja, vielleicht habt ihr vergessen, dass da jemand Geburtstag habt und die ganze Familie dorthin geht, Oma, Opa oder so. Ja, stimmt, da war was. Okay, Thema erledigt. Für euch schon der Grund eigentlich klar, auch wenn es vielleicht gar nicht der Grund ist, warum ihr nicht dürft. Wenn euch kein Grund einfällt, nee, gar nicht wahr, warte, hab was vergessen. Wenn euch ein Grund einfällt, der es möglicherweise sein könnte, sagt ihr, ach, ist es, weil wir an Geburtstag gehen? Und dann kommt vielleicht, jo, oder es kommt, nö. Naja, okay. Wenn euch kein Grund einfällt oder das nicht der Grund war, den ihr da genannt habt, dann kommt ein, okay, gut, finde ich jetzt natürlich nicht ganz so super, weil ich habe gedacht, ich dürfte vielleicht, aber ich würde jetzt irgendwie ganz gerne wissen, warum. Weil mir leuchtet es nicht ein. Das heißt, ihr fragt nicht, oh, warum? Sondern ihr fragt als absolut heranreifender, bald erwachsener Mensch, Spinne, geh weg. Das sagt ihr nicht. Ihr sagt, also ihr denkt, Mama, Papa, ich würde euch jetzt gerne verstehen. Ich würde gerne verstehen, warum ihr mir das nicht erlaubt. Weil wenn ich das nächste Mal frage, dann weiß ich jetzt ja vielleicht, okay, es ist der und der Grund. Das war aber jetzt ein einmaliger Grund. Unter anderen Umständen, zu einem anderen Zeitpunkt, hätte ich vielleicht gedurft. Das ist kein Deutsch. Ihr wollt das einfach nur verstehen und genau so bringt ihr das rüber. Das ist nicht der Ansatz, wo ihr sagt, ich will jetzt diskutieren und ich will am Ende meinen Willen kriegen. Man kriegt nicht immer seinen Willen, auch als Erwachsener nicht. Sondern ein ganz einfaches, erklärt mir doch bitte mal warum. Wie in der Schule, wenn, was weiß ich, in Mathe werden Lösungen vorgelesen und jemand hat eine völlig andere Lösung als ihr, aber die Lösung ist richtig. Dann wollt ihr doch auch, hä, warum? Und nicht, hä, warum? Das ist doch alles scheiße. Sondern halt so, okay, gut, die Lösung, die ich habe, ist halt falsch. Aber jetzt bitte mir einer mal erklären, warum ist die falsch? Ihr könnt doch nicht alles wissen. Sollt ihr auch gar nicht. In dem Moment, wie so oft im Leben, macht der Ton die Musik. Also, im Idealfall erklären euch eure Eltern das jetzt. Zum Beispiel sagen sie, du erinnerst dich ans letzte Mal, als wir dir das erlaubt haben? Ja, genau. Wir haben gesagt, du bist um 10 zu Hause. Wann bist du gekommen? Um 12. Und auch wenn es nicht deine Schuld war, wir erlauben es dir jetzt erstmal nicht. Ein andermal. Vielleicht, wenn du 16 bist oder so, ja? Zum Beispiel, ist vielleicht der Grund. Dann überlegt, denkt über diesen Grund nach, sagt, okay, gut, lasst es einfach so stehen. Nicht diskutieren. Schlaf eine Nacht drüber. Vorm nächsten Tag nicht wieder ansprechen. Dann könnt ihr nämlich folgenden Satz bringen, der kommt auch immer gut. Also Mama, Papa, ich habe da jetzt mal eine Nacht drüber geschlafen und ich verstehe euch. Auch wichtig. Aber ich bin nicht ganz eurer Meinung. Und immer noch total sachlich. Ihr wollt zwar jetzt was und eure Eltern sagen nein und die haben auch einen Grund dafür und ihr versteht diesen Grund, aber trotzdem findet ihr eure Gründe besser. Und jetzt kommt das, wo ich immer wieder sage, wenn es eine Sache gibt, die ihr in der Schule lernt, die ihr im wahren, echten Leben da draußen richtig oft brauchen könnt, ist es die Erörterung. Ihr versetzt euch in die Lage eurer Eltern, versucht nachzuvollziehen, warum die sagen, nö.
Und gleichzeitig seid ihr auf der anderen Position und sagt, doch. Und ihr habt Gründe dafür. Und jetzt bringt ihr diese Gründe völlig sachlich mit Begründung vor. Ohne Zukunftsversprechen bitte. Das ist so ganz furchtbar. Kinder oder Jugendliche, die sagen, ja, wenn ich die nächsten 2 Wochen dann die Spülmaschine ausräume, darf ich dann gehen? Nein! Nein! Ihr müsst vorher beweisen, dass ihr reif genug seid für das, was ihr da tun wollt. Das ist dasselbe Beispiel wie vorher mit eurem kleinen Geschwisterchen, was kommt und den Computer unter die Dusche halten will. Wenn es schon die ganze Zeit irgendwie so blöde Aktionen macht und jedes Mal sagt, in der Zukunft mache ich es nicht mehr, dann gebt ihr dem Computer doch auch nicht raus. Das wird doch immer noch kaputt sein, wenn er das unter die Dusche gehalten hat. Das versteht ihr. Nichts für die Zukunft versprechen, das kommt nicht so gut an. Sondern einfach dann beweisen, hey, okay, gut, einfach auch mal hinnehmen. Wenn es wirklich gar nichts bringt, eure Eltern auch nach einer sehr guten Diskussion, für die ihr von jedem Deutschlehrer eine 1+ mit Sternchen gekriegt hättet, eure Eltern sagen trotzdem, nein, du darfst nicht. Das einfach akzeptieren, ärgert euch leise drüber, dann geht es eben einfach nicht. Und in der nächsten Zeit beweist ihr euren Eltern halt einfach mal, hey, ich bin reif genug, ich übernehme Verantwortung, Sachen im Haushalt, ich helfe mit. Und das aber halt über einen längeren Zeitraum. Nicht nur, bis ihr das nächste Mal euren Willen kriegt, sondern dauerhaft. Da werdet ihr schnell merken, wenn ihr euch verhaltet, so wie ihr euch verhalten sollt, wenn ihr was haben wollt, dann kriegt ihr das auch. Sofern es nicht absolut bescheuert ist. Wenn der 10-Jährige ankommt, darf ich Bungee-Jumping von der Brücke machen? Und sich dann wundert, wenn man Nein sagt. Viel zu dünne Knöchel, du rutschst da raus und weg bist du. Nein, das war... Das ist so... Das Geheimnis eigentlich. Was Erwachsene sehen wollen, ist, dass man beweist, dass man alt genug ist im Kopf. Nicht unbedingt der Körper, sondern im Kopf alt genug ist für das, was man will und sich dann entsprechend verhält. Und zwar nicht nur ab und an, sondern so ziemlich immer. Es ist nicht verboten, als Teenager auch mal wieder zurück in die Kindheit zu gehen und mal einfach Blödsinn zu machen. Blödsinn. Nicht total bescheuerte Aktionen, bei denen jemand zu Schaden kommt, ganz egal in welcher Form, sondern einfach nur Blödsinn. Das ist es eigentlich schon. Das ist, wie gesagt, aus erwachsener Sicht, zu denen ich ja gehöre mit meinen 28 Jahren. Ja, übrigens, nur mal so, ihr seid nicht die Einzigen, die sich über mein Alter wundern. Ich habe noch nie jemand erlebt, der mich auf Anhieb richtig geschätzt hat. Also zumindest nicht als Erwachsener, als Kind bestimmt mal irgendwann. Neulich, das war jetzt am Wochenende, kam jemand bei mir an und meine Eltern haben mich besucht übers Wochenende und die waren gerade weg und er meinte, ob meine Eltern da sind und ich dachte, der kennt vielleicht meine Eltern und wollte schön vorbeikommen und ich sage, nee, die sind schon weg und er sagt, ah, ich wollte das Gas ablesen, kommen die denn heute nochmal? Und ich total irritiert, was will er denn von meinen Eltern, wenn er bei mir das Gas ablesen will? Dann gesagt, ist mir dann eingefallen, guter Mann, ich bin 28, sie dürfen hier auch reinkommen, ohne dass meine Eltern da sind. Das war ihm voll unangenehm, ich finde das gar nicht schlimm. Ich sehe halt einfach viel jünger aus, als ich bin. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, ich sehe lieber jünger aus als älter. Auch wenn ich halt wesentlich häufiger den Ausweis vorzeigen muss, wenn ich Pralinen kaufe oder so. Aber ja, also auf jeden Fall, als Erwachsener möchte man einfach nur ein Gegenüber haben, mit dem man nicht ewig diskutiert und am Ende sowieso seinen Willen bekommt. Egal, wie lange der andere diskutiert, sondern jemanden haben, mit dem man auch mal sachlich diskutiert, der einen versteht und der dann auch mal sagt, okay, ich nehme es hin. Aber dem man selbst aber auch mal sagt, du hast die besseren Argumente, okay, wir schließen einen Deal. Nicht unbedingt komplett stattgibt, weil halt nicht immer das, was ihr wollt, wirklich machbar ist für einen Elternteil. Einfach auch mal, ich würde es dir unheimlich gerne erlauben, aber ich habe vielleicht einfach zu große Angst um dich. Ja, du bist halt erst 15 und alleine am Wochenende. Da ist vielleicht noch ein Fußballspiel, bei dem es wahrscheinlich zu Ausschreitungen kommen wird. Und ich will einfach nicht, dass du da alleine mit deinen 3 Freundinnen durch die Stadt läufst. Sorry, nein. Aber hey, einfach, wenn es okay ist, wenn ich dich abhole, was ja auch nicht immer so gerne gesehen ist von Teenagern, dann ist es okay. Einfach eben auch mal so eine Mitte finden, mit der beide zufrieden sind. Das ist das, was man als Erwachsener sehen will. Und dann wird man als Teenager ernst genommen. Das gilt übrigens dann auch bei Lehrern. Ja, wie oft kommt der Satz, ich habe die gleiche Punktzahl wie ganz viele in meiner Klasse, aber ich habe irgendwie eine halbe Note schlechter als alle anderen. Mein Lehrer mag mich nicht, der ist wohl unfair, alles scheiße.
dass der Lehrer vielleicht einfach einen Fehler gemacht hat, ihm das nicht aufgefallen ist und man einfach nur mal hingehen könnte und sagen, Herr Lehrer, ich habe dieselbe Punktzahl, aber irgendwie eine andere Note. Haben Sie da, vielleicht ist das ein Fehler oder gibt es einen Grund dafür? Und der Lehrer dann sagt, oh, tut mir leid, habe ich mich vertan, bin ich in der Zeile verrutscht in meiner Notentabelle, tak, tak, und ändert das und gut ist. Auf die Idee kommt nicht jeder. Und das ist eben genau das. Erwachsene, ganz egal, in welcher Position sie in eurem Leben sind, ob es ein Elternteil ist, ein Lehrer, ein völlig fremder Mensch, möchten einfach nur sehen, dass ihr nicht nur glaubt, alles dreht sich um euch, sondern dass ihr auch einfach mal akzeptiert, auch wenn es nicht nach eurem Willen geht, dass es jetzt eben nicht nach eurem Willen geht. Und das ist manchmal im Leben halt einfach so. Nicht nur als Teenager. So, ich verschwinde jetzt in diesen wunderschönen Herbstwald und wünsche euch ein erfolgreiches, sachliches Diskutieren mit euren Erwachsenen und hoffe, dass ihr so reif seid, dass ihr ab und an mal Kind seid und ansonsten gute Erwachsene werdet.